dann raus. Hallo. Das ist Katharina. Ich bin Katharina. Wir machen heute eine vegane Switch. Bin schon gespannt. Ja, wir sind heute hier im Rahmen des Hamburg-Campus. Deswegen sind nicht unsere üblichen Drehlocations, würde ich mal sagen. Genau. Und? Ja, jeder hat was rausgesucht. Das ist was. Die rausgesucht hat, probiere ich jetzt. Okay, wir probieren uns dann beide zum Teil, wenn wir es beide noch nicht kennen. Aber genau, ich bin gespannt, was sie da aussucht hat. Zum Teil bin ich mal gespannt, was ich ausgesucht hat. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Aufgrund der Tatsache, dass ich Veganer bin. Sie ist nicht Veganerin, aber wir interessieren uns beide für vegane Ernährung. Und es ist ja immer so eine Sache, wenn man in Läden guckt und man sieht Süßigkeiten, dann sind die einfach meistens nicht vegan. Ja, bei einigen Supermärkten auch, das ist so schön. Dann probieren wir jetzt mal aus. Ich würde sagen, wir fangen an mit veganen Marshmallows. Ah, ich hatte schon mal welche probiert. Die sind von Freedom. Ich glaube, hey, aber die haben richtig Spaß und brauchen mehr Gehalt. Okay. Ich habe immer so ein Häschen drauf, jetzt sind da ein Fäulchen drauf, was auch immer uns sagen will. Ja. Und die sind gar nicht so günstig, aber jeder von uns kennt Marshmallows oder wie ich gesagt habe, Schweinezucker. Ja, aber es ist einfach cool. Schweinezucker. Ja. Und es ist ja Schweinebesetzung, wir sind eigentlich. Genau. Das ist echt so. Ja, leider. Ja, das ist ja einfach mal raus. Ja, genau. Kleben ganz schön. Also man sieht ja auch das Arm schon raus. Ich finde die sehr lecker, weil ich habe die Kapseln. Die Kapseln sind nicht mal backen. Was sagst du denn? Backen kann ich mir vorstellen, weil die kleben ja eh schon. Da werden sie ja nur noch klebriger. Aber dieses typische, was ich bei Marshmallows gerne mag, dieses auf dem Stock über dem Feuer, dass die da so angeröstet werden und dann noch weicher werden, das geht bei denen, die vegan, glaube ich, überhaupt nicht. Nee, machen wir. Das ist mal beim Osterfeuer Marshmallows essen, halt diese über Feuer. Aber sonst finde ich sie eigentlich wirklich lecker. Also, wäre vielleicht. Wäre okay. Schmecken so in dem Sinne richtig nach. Ja, ist wirklich sehr ähnlich. Okay. Dann machen wir mal weiter mit Keksen. Ist dann halt die Frage, kauft man die jetzt oder setzt man sich hin zu
Sind sie länger genug, um sie zu kaufen? Oder sagt ihr, jeden Tag merken, die wir besser schmecken lieber selber? Das geht noch weiter. Kekse, noch mehr Kekse. Ja. Alles sehr gut und nett verpackt, finde ich. Ja, es ist alles extrem gut. Vegan fällt sich voll auf. Ja, wir sehen schon. Ist der Ton nicht zu schlecht? Kann man das zu verstehen? Ich glaube, man kann es verstehen. Bei der Geräuschkulisse? Denke ich. Aber das ist weil ich gerade meine, da machen. Schmeckt ja gerade so. Wieder Mürbeteig. Aber Würmern. Also mehr Krümel nicht. Ich mag es gar nicht. Die Zitronenkekse fand ich besser. Hinterher noch was mit Bettina auch drehen möchte. Ja, nee, die mache ich ja hier extra noch her. Das werden wir dann sehen, wenn die in den Laden. Wir machen demnächst eine Reihe zu Ethik-Themen.